Hallihallöchen zusammen. Heute geht es um mein in Anführungszeichen Comeback, was eigentlich in letzter Zeit passiert ist und wie es in Zukunft weitergehen wird. Alles weitere nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im Hintergrund öffnen wir ein paar Booster Strike of Neos. Ist nicht das ganze Display, nur ein Teil davon, denn ursprünglich wollte ich davon ein Opening machen, da ist mir dann die Kamera abgekackt und naja, da war es dann schon zu spät. Jetzt öffnen wir hier einfach mal im Background die restlichen Packs. Link zu meinem Sponsor God of Cards findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr über den Link drauf klickt, dann sieht God of Cards, dass ihr halt über mich da reingekommen seid, und wenn ihr da was kauft, dann wird mir das in Anführungszeichen gut geschrieben, dass die halt sehen, ja, okay, das funktioniert, wir können das Sponsoring weiter betreiben. Wäre also ehrenhaft, falls ihr da Interesse dran habt und was für euch findet, wenn ihr das über diesen Link macht. Gut, heute möchte ich mal ein bisschen über das reden, was in letzter Zeit so passiert ist. Ich war ja jetzt 7 Monate weg, werde jetzt demnächst wieder durchstarten. Vorneweg, ich hoffe inständig, dass es diesmal das letzte Mal sein wird, dass ich einfach so in der Versenkung verschwinden muss. Es hat natürlich wieder eine mannigfaltige Auswahl an Gründen, warum das der Fall war. Angefangen damit, dass ich eben extrem viel Stress in meinem Beruf hatte. In der Firma, in der ich arbeite, da ist es momentan so, wir sind sehr klein, ich bin der einzige Logistiker dort, also wirklich der einzige, und mein Chef, der ballert uns mit Arbeit zu, das soll immer mehr werden, immer mehr produzieren, immer mehr machen, und ich stehe teilweise bis 19:30 Uhr im Laden, teilweise dann auch samstags oder sogar feiertags, mittlerweile auch das schon das ein oder andere Mal. Und ganz ehrlich, da fehlt es mir anschließend ein bisschen an Motivation, noch Zeit und irgendwas in Videos zu investieren. Und da habe ich einfach keine Kraft für in dem Moment. Weil ihr müsst verstehen, die Produktion von diesen Videos, die ist immens aufwendig. Also zum Beispiel für so ein Opening mit den Beauty Shots und so weiter, da sitzt du, wenn du es an einem Stück durchziehst, wirklich 3-4 Stunden dran. Zuerst die Aufnahme, dann die Beauty Shots aus unterschiedlichen Winkeln, dann die Beauty Shots cutten, extra speichern, dann das ganze Video schneiden, Übergänge, Musik, und das ist ein Mordsaufwand. Da habe ich dann einfach auch die Kraft nicht mehr dazu. Wenn ich dann mal frei habe, dann wollte ich diese Zeit tatsächlich anderweitig nutzen. Jetzt war ich 2 Monate lang, also extremst im Stress, davor auch schon. Und jetzt bin ich quasi wieder so ein bisschen zeitlich flexibler, sage ich mal. Ich war aber auch komplett raus aus Yugi. Und also was heißt komplett? Ich habe schon am Rande mitbekommen, was so ein bisschen los war und so. Hier diese ganzen Special Editions, die rausgekommen sind, also diese Götterkarten in Stainless Steel oder was da alles gab, und diesen Kaiba-Koffer und so. Aber so was die Sets angeht, habe ich viel, viel verpasst. Also King's Court war, glaube ich, das letzte Set, wo ich noch so ein bisschen mitbekommen habe. Auch davon habe ich kaum irgendwas da, außer jetzt. Jetzt habe ich tatsächlich ein ganzes Case hier stehen davon. Das heißt, da bin ich dann schon mal gut eingedeckt. Alles andere, ne, also die ganzen Main-Sets, die ganzen Nebensets und so weiter, da besitze ich noch gar nichts. Das heißt, falls ihr euch ein kleines Geld dazu verdienen wollt und Bulk abzugeben habt, natürlich zu Bulkpreisen auch, dann könnt ihr euch gerne auf meinem Instagram oder auf Discord bei mir melden. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da kann man sich dann sicher einig werden, weil da werde ich in nächster Zukunft einiges ankaufen. Natürlich halt keinen, also nicht die teuren Karten, sondern halt etwas günstigeren Karten. Dann sind ja jetzt die Quarter Century Secret Rares rausgekommen. Die kamen in der Zeit raus, als ich eben ja schon weg war. Die kannte ich allerdings ein bisschen schon aus dem OCG, und die sind wohl stellenweise nicht so wertvoll, sag ich mal. Also es gibt teurere, es gibt weniger teure. Die Starlight Rares, die sind ja teilweise ganz schön eingebrochen vom Wert her. Apulusa nur noch, was waren es, 800, 900 Euro momentan. Einige teilweise für 30, 40 Euro. Ich habe jetzt hier letztens aus Lightning Overdrive, hatte ich noch ein Display hier, habe ich auch eine Starlight gezogen. Ich habe bloß gerade den Namen nicht im Kopf. Die ging, glaube ich, 35 Euro oder so. Das ist tatsächlich momentan recht gut, denn das lohnt sich jetzt. Jetzt kann man die Dinger einkaufen. Die werden über die nächsten 10 Jahre natürlich wieder nach oben gehen, voraussichtlich. Und da kann man sich dann eben gut eindecken. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne helfen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich alles so Wichtiges verpasst habe. Welche Sets habe ich denn verpasst in den letzten 7 Monaten?
Na, wenn ihr da ein bisschen was im Kopf habt, was ihr mir reinschreiben könnt, wäre mir das natürlich eine große Hilfe, weil dann muss ich nicht allzu viel googeln und so weiter und habe auch gleich die Namen der Sets und so, ne? Weil die Sache ist jetzt auch die, ich bin jetzt zwar wieder da, ne? Aber man muss natürlich auch sagen, ich bin jetzt nicht sofort wieder da. Also es wird noch ein bisschen ruhig um mich bleiben, denn da ich ja momentan wirklich ein bisschen raus bin, also ich habe die Preise nicht mehr so wirklich im Kopf, da muss ich mich erst wieder auf den neuesten Stand bringen, neue Sets und so weiter und so fort. Das muss ich alles erst nachholen und erst dann kann ich halt wieder qualitativ und vor allen Dingen informell hochwertige Videos produzieren und deswegen wird es halt hier noch ein bisschen quiet sein, bis es halt soweit ist. Ne? Das werden noch ein paar Wochen auf jeden Fall sein. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Openings am Start bringen. Ich habe ja noch ein paar Videos hier, die vorproduziert worden sind. Ich habe leider Gottes, ist mir ein bisschen die Hardware verreckt. Auf gut Deutsch muss man noch dazu sagen. Mir ist mein PC flöten gegangen, mir sind meine SD-Karten flöten gegangen, weshalb einige Videos nicht mehr erscheinen werden, fürchte ich. Dazu gehört mal wieder eine Folge. Hier Yu-Gi-Oh! Upgrade, ne? Da hatte ich wieder was im Petto, da hat mir einer was zugesendet gehabt, eine Sammlung, wie sie sich entwickelt hat. Die war schon mal hier, die habe ich ihm zurückgesendet und er hat sie mir jetzt wieder gesendet, damit ich mal zeigen kann, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ja, SD-Karte im Eimer, Daten verloren, scheiße gelaufen, das Format frustriert mich gerade wirklich, weil beim letzten Mal, als ich wiederkam, war es genau das gleiche in Grün, da hatte ich eine schöne Folge aufgenommen gehabt und Daten im Arsch. Ich weiß nicht, was das ist, ob mich mein Equipment hasst oder ob ich irgendwas falsch mache, aber das war halt echt ärgerlich. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt wieder am Start, ne, und werde bald wieder mit Content zu euch kommen. Wenn ihr, wie bereits gesagt, Dinge habt, die ihr verkaufen könnt, es geht hier wirklich nur um Bulk, nichts Teures bitte, dann schreibt mich an und dann werden wir uns sicher einig. Ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren regulären Video. Bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.